Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Triathlonpark hier in Roth vor dem Zielstadion. Nach etwas längerer Abstinenz wollten wir uns mal wieder gerne direkt an euch wenden mit einem kurzen Zwischenupdate über das, was wir in den letzten Wochen und Monaten so getan haben und wie wir die Situation momentan beurteilen. Vorweggenommen, doch relativ positiv. Was haben wir getan? Ein herzliches Dankeschön an unseren Mitarbeiter, den Markus, der tatsächlich monatelang jetzt in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt gearbeitet hat. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir am letzten Freitag das Hygienekonzept für den DATEV Challenge Roth Powered by HEP 2021 jetzt dem Gesundheitsamt, dem Landratsamt übergeben konnten. Dort wird jetzt ganz fleißig dran gearbeitet und wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen über Termine die letzten Feinheiten abstimmen können, aber auch aus dem Landratsamt kommen vorsichtig optimistische Zeichen. Wir sehen die Corona-Lage momentan in Deutschland, die sich stabilisiert und Gott sei Dank sinkt und jetzt auch schon wieder einige Möglichkeiten und Freiheiten zurückkommen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch den gesamten Sommer. Wir haben jetzt den Juni, wo nochmal sehr, sehr viele Impfdosen kommen sollen. Also insgesamt sehen wir das Ganze tatsächlich als realistisch und positiv an. Einige Dinge, auch wenn das Hygienekonzept jetzt noch in Bearbeitung ist und ich noch gar nicht richtig drauf eingehen kann, weil es noch nicht verabschiedet ist, aber einige Dinge werden in Roth neu sein. Das wird sich auch nach Durchsprechen des Hygienekonzepts nicht mehr verändern. Wir werden nur mit der Hälfte der normalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern starten. Wie ergibt sich das? Es ergibt sich folgendermaßen. Alle von euch, die sich für den Juli angemeldet hatten, hatten die Chance, sich auf den September umzumelden, auf den nächsten Juli umzumelden oder auch abzusagen. Und tatsächlich haben sich 50% für den September entschieden. Und genau mit denen werden wir im September dann an den Start gehen. Das heißt, eine deutliche Reduzierung des Feldes. Was aber für euch nicht schlecht ist, denn damit steigt die Sicherheit, die Abstände. Wir werden weniger Probleme auf den Strecken haben und es wird ein besseres und ja, vom organisatorischen Denken her einfacherer Wettkampf werden. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Was auch kommen wird, wir werden den Großteil der Side-Events in Roth streichen müssen. Das ist aber nicht nur in Roth so, sondern nach Rücksprache mit den Kollegen von Ironman und auch mit vielen anderen Veranstaltern. Dort wird das genauso gehandhabt, weil einfach eine Veranstaltung sonst nicht genehmigbar sein wird. Auch da werden wir nochmal auf euch zukommen, wenn dann die Details mit dem Landratsamt, Gesundheitsamt abgestimmt sind. Wir werden auch einige Streckenänderungen auf der Radstrecke haben, nicht auf der Laufstrecke. Das liegt einfach daran, da sind wir sehr, sehr dankbar. Es ist Usus im Landkreis, dass der Juli und gerade die Strecke des DATEV Challenge Roth Powered by HEP von Umbaumaßnahmen komplett befreit ist. Dadurch, dass wir jetzt nicht stattfinden konnten und aber im Juli die Baustellen anfangen, werden wir dann noch einige im September haben. Einige werden bis zum September höchstwahrscheinlich schon fertig sein. Also auch da wird es kleinere Änderungen geben. Kommen wir aber nochmal auf euch zurück, wenn auch das alles abgestimmt ist. Die gute Nachricht ist, wir planen, das Stadion genauso beizuhalten. Wir werden es höchstwahrscheinlich bestuhlen, damit wir das besser unter Kontrolle haben. Aber dieses Stadion, wo wir hier auf dem Platz stehen, wird es geben. Das werden wir aufbauen. Und ich glaube, dass wir auf der einen Seite eine sehr sichere Veranstaltung für alle Beteiligten, heißt die Athletinnen, die Athleten, unsere Helferinnen, unsere Helfer und alle, die darum herum mit dabei sind, unsere Gastfamilien und eure Familie natürlich auch bieten werden können. Und es wird Minimum genauso herzlich sein. Das kurz als Zwischenstand, wo wir sind, was wir tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und tut mir einen Gefallen. Bleibt gesund, bleibt am Ball trainiert und wir hoffen sehr, dass wir euch hier am 5. September auf der Ziellinie begrüßen dürfen. Herzliche Grüße aus Roth.